Name your game. Hackett's Quarry, 18:01, Dylan. Chill mal, Jacob, ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Was denn los? Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein. Löcher am Sack. Den Saft von Mr. Der ist gut. Wir fahren. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich, also das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Oh, emanzipierte Frauen. Cool. Dann könnt ihr ja beide Tasche auch gleich mitnehmen, wenn ihr so stark seid. Zack und rein. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Oh, sehr schön. Ich war mir nicht sicher. Aber scheint gepasst zu haben. Die mag das. Das ist noch vom alten Schlag. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ja, hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Geht's um mich? Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre... Ja, du hast die richtige Fresse fürs Radio. Also das richtige Gesicht. Du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Vorkommnisse, meint er, oder was? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von... Ah, eine Hexe ist das. Jetzt wissen wir es. Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich, oder... So in ihren Sohn? Und was macht sie danach mit ihrem Sohn? Du bist bekloppt. Der ist echt bekloppt. Das ist aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Wir sind unterstützen. Es bringt nichts, Feindschaften aufzubauen. Die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen, gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Vielleicht hat er auch die eine. Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Schön abgelenkt. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro.
Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes unterwegs. Nein, geht nicht. Da nicht. Cool, cool, ja. Kein Problem. Gut, Mann. Halb so wild kannst bei mir mithören. Ach, schön. Das stärkt die Freundschaft. Du, 18:10 Uhr, 22. August. Ryan. Lodge. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, ja, okay. Oh, sorry. Hallo? Was machen wir denn? Podcast interessiert mich nicht so. Der ist der Mörder wahrscheinlich, oder? Ich muss aufpassen, sonst. Die sind bald weg von hier, okay? Er muss aufpassen, okay? Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir. Das hält uns doch nur auf. Nein, sollte ich das? Da passiert irgendeine Scheiße, Alter. Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich hab nur... Chris ist von dir enttäuscht. Ich hab nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, los, komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Der hat hier... Sind das Pfadfinderabzeichen oder was? Kann ich helfen, Schlüssel suchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was... Du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also... Lass ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne. Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Kacke. Alles okay? Ist bei dir alles okay? Wahrscheinlich nicht, heute, ne? Nacht? Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Anscheinend schon. Also, was wolltest du von mir? Ich finde, er stellt sich so dumm, das ist weißt geil. Du? Einer von den Guten. Aber... Weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht. Wie macht er denn das? Also bitte, spar dir die Gruselstories. Ach so, mit Gruselstories. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht. Keine deiner Hand. Du bist in der eigenen Gruselstory. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Ja. Singt der Lauchleader. Zusammen, okay? Was ist das? Oh Gott, er kennt das Lied. Den Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werd älter als meine eigenen Klischees. Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Na logisch. Da ist irgendwas. Da lauert was besser im Busch. Schnell, bevor es gefährlich wird. Oder im Wald.
Der Wald ist voller Wildtiere und die Jäger kommen, sobald das Camp zu Ende da ist. Da sagt das. Gefährlich. Was für Jäger das sind? Wir wissen es nicht Guter so genau. Gott, verdammt, wo sind sie? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Schrottplatz außerhalb der Saison und Kelly weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten Aber wir was sie für welche? Gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, oh, da sind sie. Aha. Jetzt aber zack ich. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Nice. So, meine lieben Freunde. Du deinen Phone wieder hast und wir noch nicht. Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vom Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Noob? Seine Sprache hat ja richtig passiert, Drip. Was ist passiert, Mann? Gut. Dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also los geht's. Was ist denn? Ah, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Edge. Ah, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist... Alter. Kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Oh, vielleicht shit. Machst du was falsch. Der entdeckt, dass wir eine Scheiße gemacht haben. Shit. Komm okay, schon, komm Alter, schon. Chill. Chill, Alter. Verdammt! Weg aktualisiert. Ich dachte, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Wieso ist der so böse? Ach, verdammt! Ist doch gar nicht in Ordnung, sowas. Okay. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Yeah! Wir haben ihn gefangen. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Ja, sicher. Ja, sicher. Wir bleiben drin. Guter Junge. Den besorgt irgendwas. Und um Gottes Willen, seid leise! Ich glaube, wir werden hier von irgendwas heimgesucht. Oh nein. Also... Man muss sagen, von diesen ganzen Supermassive Games baut sich dieses hier am langsamsten auf. Gefällt mir aber ganz gut. Weil das heißt auch, dass der Höhepunkt dann extrem spannend sein wird. Du
verarscht mich! Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen. Bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Wir bleiben drin. Nein. Wir sollten einfach machen, was Chris uns gesagt hat. Ja, bin ich ja auch für. Wen juckt es, was Chris uns vorschreibt? Ja, aber wenn du nicht sterben willst, dann hör auf ihn. P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay. Ihr sollt leise sein, hat er gesagt. Unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, okay. Was sagst du? Ja, wir können nicht anders. Ja, klar. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Er wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Er macht sich Sorgen, genau so ist es. Er macht sich einfach Sorgen um uns, kein großes Ding. Okay, ja, yeah, nein, Party. Ich meinte nicht. High five, los, schlag ein, Ryan. Ich hab's versprochen. Ey, sorry. Ich hab's versprochen. Alter, er erfährt's nie. Die Gruppe ist von Ryan gelangweilt. Nein, egal. Alter, er muss so sein, okay, glaube ich. Du willst brav sein für Daddy. Oh mein Gott. Vier Fluchen zurück. Besser, Mann. Ist schon okay, Mann. Vertrau mir. Das wird ganz chillig. Okay, Hackettiere. Der hat mir das nicht übel genommen, das ist gut. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuchen unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's. Was ist das? Blut verschmiert auch noch. Ich hab gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Lass sehen, was du hast. Temperance. Die Hexe ist aber irgendwie gar nicht so böse, ne? Das heißt Balance. Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit. Du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal... ist weniger mehr. Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Ich kann dir noch mehr zeigen. Ja, zeig mal.
Auf jeden Fall, immer mehr sehen. Darauf habe ich gehofft. Du gehst besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Wir probieren's. Und suche nach meinen Karten.